Grüezi miteinander, ich bin Caro, 20 Jahre alt und offiziell halb Mexikanerin, halb Deutsche. Also für euch Schweizer bin ich Italienerin. Aber das bin ich nicht. Und ja, auf jeden Fall bin ich eine Ausländerin, die aber ironischerweise in Kanton Schwyz geboren ist. Okay? In Kanton Schwyz. Einer der Urkantone dieser Nation und trotzdem habe ich nicht die schweizerische Nationalität. Ja, ich hab's nicht. Und da bin ich zum Teil auch selber schuld. Weil als ich aus der Vagina meiner Mutter rauskam, habe ich total vergessen zu schreien, Oni, scheiß Kopf, verdammt nochmal. Entschuldigung, ist da noch frei? Ja, ich bin in der Schweiz geboren, wuchs aber in Mexiko. Und so als ich vor ein paar Jahren zurückkam und Deutsch lernte, war ich ziemlich verwirrt in der Schule. Weil offiziell sprechen alle in der Schule Hochdeutsch. Außer im Turnen, Religion, Musik, Hauswirtschaft, Mathematik und wenn die Lehrer es vergessen, auch in keinem der anderen Fächer. Und so blieb mir nur der deutsche Unterricht übrig, um Deutsch zu lernen. Und sogar dort war ich so wie, kann mir jemand die vier Fälle erklären? Und alle in der Klasse antworteten mit. Sogar die Deutschlehrerin war wie, mir checkt's auch nicht. Ja, die deutsche Sprache. Ja, ich finde Deutsch schon ziemlich interessant. Ich meine, wie kann es sein, dass es 40 Synonyme für das Verb laufen gibt, man aber kein Wort erfinden konnte, um zwischen Friend und Boyfriend zu unterscheiden? Wie heißt die Person, mit der du eine Freundschaft hast? Freund. Und wie heißt die Person, mit der du auf der Grundlage einer romantischen Beziehung Sex hast, ihr beide es aber nicht so formell mit Wörtern wie Partner oder Lebensgefährte ausdrücken wollt. Freund! Ich meine, darum gehe ich sicherheitshalber immer davon aus, dass ihr mit allen euren Freunden Sex habt, okay? Ja, aber naja, ich lebe schon seit einigen Jahren in der Zentralschweiz und ich habe meistens den Eindruck, dass ihr Schweizer den Ausländern Wörter beibringt, die man im Alltag eh nicht wirklich braucht. Wie zum Beispiel Chuchichästli, Mutschgebnuss oder Aufenthaltsbewilligung. Also wirklich unnötige Wörter. Und ich glaube, stattdessen sollte man uns hilfreiche Ausdrücke beibringen. Ich zum Beispiel finde einen Ausdruck auf Schweizerdeutsch mega hilfreich, den man in jeder Situation anwenden kann. Und die Schweizer lieben es einfach. Und dieser Ausdruck ist Galaxy. Galaxy kann man einfach überall anwenden. Ich meine, oh, Herr Müller, Sie haben nach mir gesagt. Galaxy. Oder, oh, obwohl wir gestern miteinander geschlafen haben und sind wir trotzdem nur Kollegen. Galaxy. Oh, oder wenngleich oder genau, weil Sie mich kennengelernt haben, wollen Sie jetzt weniger Migranten in der Schweiz. Galaxy. Galaxy ist einfach fantastisch. Aber ja, etwas, was viele nicht merken, wenn sie mich zum ersten Mal treffen, ist, dass ich eigentlich ein kürzeres Bein habe. Also seit Geburt hatte ich einfach einen kürzeren Bein und eine Knochenfellbildung. Und so jedes Mal, wenn ich meine Hüften gerade stelle, macht mein rechter Fuß eine sehr schlechte Interpretation von I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Aber ja, so bin ich eine junge Frau, die wortwörtlich eine behinderte Ausländerin ist. Und so repräsentiere ich alle Minderheiten in der Comedy-Szene grundsätzlich. Was? Ich meine, was? Jung, Frau, behindert und Ausländerin? Vier Minderheiten in 5 Minuten? Das nenne ich Schweizer Effizienz. Yeah! Mein Name ist Caroline Knack. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Galaxy.